Herzlich willkommen hier in der Quatschfabrik. Hier wird nicht nur gut gequatscht, sondern sofern angemessen auch gut Quatsch gemacht. Ja, liebe Leute, wir haben schon Ausgabe Nummer 19. Das ist unglaublich. Ich hätte das ehrlich nicht gedacht, dass wir schon so weit sind, aber ja, es ist so. Die Wochen sind verflogen und irgendwie geht das alles viel, viel schneller zu denken. Wenn man überlegt, dass wir nächste Woche Sonntag schon ersten Advent haben, kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen, wie schnell diese Zeit rumgeht. Aber ja. Irgendwie ist es jedes Jahr so, man denkt sich irgendwann, oh, komm, man hat jetzt Zeit ohne Ende. Und dann sieht es irgendwie alles dann doch etwas anders aus, wenn wir ehrlich sind. Auf einmal geht das dann alles viel, viel schneller, als wir uns vorstellen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier nicht gerade anders ist. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ja, wir uns darauf einstellen müssen, dass wir sehr, sehr schnell Weihnachten haben und das heißt, die Zeit wird halt super schnell verfliegen. Ich glaube, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und von daher, ja, habe ich mir überlegt, ich möchte mal über das sprechen, was der eine oder andere ja vielleicht wissen möchte oder was vielleicht interessant sein könnte, ich weiß es nicht. Und zwar über die eigentliche Frage, naja, Tobi, wie stellst du das eigentlich vor? Was sind deine Ziele jetzt in Retail und in Classic? Und also es ist jetzt heute sehr, was heißt nerdlastig? Quatschfabrik ist ja immer nerdlastig, aber es ist jetzt halt sehr spezifisch, der Talk. Aber ich denke halt, im Großen und Ganzen sollte das okay so sein. Also, die große Frage ist natürlich, warum eigentlich beides? Warum nicht nur Classic? Warum nicht nur Retail? Warum gehst du nicht irgendwie zu Retail zurück? Oder warum bleibst du nicht einfach bei Classic? All solche Sachen. Und ich glaube, die einfachste Antwort diesbezüglich ist, weil ich es nicht möchte. Und was sich total komisch irgendwie anhört, ist eigentlich genau so gemeint, weil ich es wirklich nicht möchte. Ich möchte halt nicht das eine aufgeben und das andere in dem Sinne präferieren, sondern ich möchte eigentlich etwas haben, was beides in dem Sinne, oder möchte etwas haben, was ja in beiderlei Hinsicht Spaß machen könnte. Und deswegen glaube ich halt persönlich auch, dass es richtig ist, sich nicht auf eine Sache zu fokussieren. Weil natürlich wird der eine oder andere sagen, ja, aber Tobi, ganz ehrlich, dann willst du halt auch jedes Spiel nicht wirklich irgendwie genießen können. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so ist. Ich glaube, das ist absolut kein Problem. Denn ich glaube, beide Spiele sind so unterschiedlich geworden über die Jahre, dass man das eine genießen kann und das andere genauso genießen kann. Das heißt, also was die Spiele anbelangt, finde ich, macht es Sinn, beide Spiele zu spielen, weil sie darauf ausgelegt sind, dass du sie eigentlich gleichzeitig spielen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Zeit du investieren möchtest, aber de facto kannst du es. WoW Classic ist vor allem so ausgelegt, wenn man jetzt mal von Zwinken und so absieht, dass du eigentlich die Zeit findest oder finden kannst, etwas anderes zu machen. Und das ist halt etwas, was eigentlich total komisch ist, weil WoW war ja eigentlich immer so ausgelegt, dass du dich committen musst, dass du eigentlich nur ein Spiel spielen kannst. Also nur WoW Retail oder nur WoW Classic. Aber wenn wir ehrlich sind, ist WoW Classic nur am Beginn wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend, was halt die Berufe anbelangt und was halt irgendwie den Ruf und so anbelangt. Wenn man das alles mal gemacht hat, ist dieses Game eigentlich zu einem Großteil nur darauf ausgelegt, du machst einen Daily HC am Tag, du machst noch eine NAC Daily am Tag, wenn du jetzt nur von deinem Mainchar ausgehst und dann raidest du. Und das war's. Und du kannst noch PvP spielen, das heißt Battlegrounds oder Arena oder so. Aber das ist es halt. Und wenn man das halt nicht unbedingt braucht, weil man das Gear hat oder weil es auch einfach nicht mehr so spannend ist, gerade vom neuen Content, wenn der Content in dem Sinne noch fehlt, ja, dann keine Ahnung, was man dazu sagen soll, dann ist es halt so, dass du es trotzdem gleichzeitig spielen kannst. Also du kannst etwas anderes spielen und musst dich halt nicht zu 1000% halt committen. Wenn man jetzt mal von diesem Social Aspect absieht, das heißt, wenn man mal davon absieht, irgendwie, dass man natürlich mit Leuten auch kontinuierlich was machen möchte, sondern wenn man nur mal auf diesen Aspekt des, ich sag mal, des Gears und der Ausrüstung und sehe, also sprich nicht die Ausrüstung, sondern der ich will noch sagen, dieses Ausrüstung besorgen, wenn man nur darauf schaut, dann ist es halt einfach nur für eine gewisse Zeit ausgelegt.
Das heißt, irgendwann, und das ist relativ schnell, bist du einfach fertig. Und wenn jetzt die Leute nicht sind, wenn du halt nur, sag ich mal, für dich spielen würdest, dann würdest du halt wirklich einmal am Tag online kommen. Du machst dein Daily HC, maximal eine Daily NHC. Dann machst du noch deine Daily bezüglich deiner Berufe. In dem Fall ist es bei mir als Juve Daily. That's it. Wenn man wirklich nur einen Charakter hat, wenn man nur einen Spec spielen möchte und so, dann ist man halt sehr, sehr schnell in dem Sinne eigentlich abseits vom Raiden fertig. Und von daher bin ich der Meinung, dass es halt schon Sinn macht, dass man, was heißt Mann, aber dass ich dem Ganzen eine Chance gebe. Dass ich also nicht sage, ich committe mich jetzt zu 1000% und dass ich nicht sage, weiß ich nicht, ich lasse es komplett weg. Es war angedacht, das weiß ich, das habe ich halt auch lange Zeit gesagt. Aber sind wir ehrlich, das hatte überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Sondern es lag vielmehr an der Tatsache, dass ich irgendwie in diesem Sommer, naja, wie soll man es sagen, auf die ziemlich harte Art und Weise erlebt habe, was es eben bedeutet, nicht nur ein Spiel, in dem es nicht mehr genießen zu können, sondern irgendwie in vielen Aspekten eben, ja, auch so ein bisschen einfach den Spaß überhaupt verloren habe. An der Content Creation, aber eben auch an anderen Aspekten im Leben. Und das ist halt etwas, was ich mir geschworen habe, dass ich diesen Fehler nicht nochmal machen möchte. Das heißt, ich möchte mich nicht committen. Ich möchte nicht sagen, ich werde das zu 1000% machen. Sondern ich möchte es einfach probieren. Beides in dem Sinne. Und ich möchte das machen, was mir persönlich Spaß macht. Weil ich glaube halt, wenn mir etwas Spaß macht, dann kann halt diese Begeisterung auch auf andere übergehen. Aber wenn ich persönlich schon das Gefühl habe, naja, nicht wirklich Bock drauf zu haben, ich glaube, dann ist es halt etwas, was sowieso nicht viel bringt. Das heißt, entweder habe ich Bock auf die Geschichte oder eben nicht. Aber so ein, ja, ich guck mal und ich schau mal, ob es mir gefällt oder nicht. Also ein Halbgar, das ist, glaube ich, auch eher unangebracht. Das heißt, wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das, komme was wolle. Und natürlich kann man sagen, ja, aber Tobi, damit gehst du ja so ein bisschen eben die Gefahr ein, wenn man so ehrlich ist. Wie soll man sagen, du gehst die Gefahr ein, dass andere vielleicht dann nicht mehr mit dir zusammenspielen wollen, weil du halt, weiß ich nicht, zu unzuverlässig bist oder was auch immer. Und das ist es hier auf keinen Fall. Das heißt, wenn ich sage, ich spiele Dragonflight, heißt es erst einmal, dass ich es mir angucke. Und sind wir ehrlich, wenn man halt mal von den Twinks jetzt absieht, in Classic ist das halt absolut machbar. Das heißt, sowieso in der Gilde sind es einige Leute, die halt Dragonflight spielen möchten. Und sind wir ehrlich, es war immer so in jedem Addon, am Anfang sagt jeder, man möchte es nicht spielen und mit der Zeit, spätestens zum Release, ist jeder irgendwie online. Und von daher, ich schaue einfach, wie es mir gefällt. Ich schaue einfach, wie mir das Addon gefällt, wie mir die Aspekte des Addons gefallen. Sage aber eben auch, dass diese Classic-Geschichte einfach weiterläuft. Dass es hier in dem Sinne halt kein mehr oder weniger gibt, sondern dass das, was gerade passiert, weiterläuft. Das heißt, der Freitagsraid wird weiterhin stattfinden und das Ziel ist sogar jetzt darauf ausgelegt, dass wir auf 25er umsteigen. Einfach damit mehr Leute mitmachen können und dass man vielleicht auch einfach abseits von, ich sag mal, den Hard-Modes, die man im 10er jetzt noch hat, dass man etwas hat, worauf man sich irgendwie freuen kann, worauf du hinarbeiten kannst. Und dennoch bleibe ich dabei, es tut gut, einfach eine Abwechslung zu haben. Das, was man sonst, sag ich mal, irgendwie mit anderen Games machen würde oder eben in Form des Twinkens. Ich finde, das persönlich tut einfach gut, dass man sich dem halt vergegenwärtigt, dass es halt etwas anderes gibt, abseits von Classic. Weil ich habe immer gesagt und ich bleibe dabei, dass wenn du zu overpaced, wenn du der Meinung bist, irgendwie du willst alles in viel zu kurzer Zeit hinbekommen, dann macht dir irgendwann kein Game der Welt noch Spaß. Es ist völlig egal, ob es Classic ist, ob Retail ist, ob es Diablo 4 ist, Diablo 3 ist, whatever. Irgendwann denkst du dir nur so in die Richtung, ja, ganz ehrlich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und vor diesem Aspekt, da habe ich nicht Angst, sondern ich finde halt, dass dieser Aspekt etwas ist, was unsere heutige Zeit eigentlich durchströmt. Die meisten heutzutage haben keine Geduld mehr. Es muss halt alles innerhalb von kurzer Zeit gehen und dann ist man fertig damit und dann lässt man es eigentlich liegen und keine Ahnung und gibt sich halt neuen Dingen hin oder was auch immer. Und ich glaube halt, warum Classic damals halt ohne Probleme so funktioniert hat, war, weil
es darauf ausgelegt war, dass du eigentlich eine schöne Zeit haben konntest, gerade eben in VHLK mit dem ganzen Account-Design, ohne dass du dich irgendwie overpacen musst. Das heißt, ohne, oder dass du overpacen musst, ohne dass du halt zu schnell bist, ohne dass du zu sehr das Gefühl hast, irgendwie das, was du machst, macht keinen Spaß mehr und du verlierst in dem Sinne auch so ein bisschen irgendwie so den Glauben an das Spiel selbst. Und Retail aktuell ist eigentlich nicht so ausgelegt. Also Retail zumindest lange Zeit war es so, dass du ziemlich viel machen müsstest, wenn du halt versuchst, das Optimale rauszuholen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ganz ehrlich, Tobi, wer bitteschön will denn das Optimale haben? Das Optimale möchte doch gar keiner haben. Und was das anbelangt, gebe ich euch definitiv recht, wenn dieser Aspekt angesprochen werden würde. Optimal muss nicht sein. Das heißt, man muss nicht, keine Ahnung, 10 Millionen Dungeons machen und so weiter und so fort. Nur auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst, wenn du halt nicht dieses Daily Goal hast oder dieses Weekly Goal, dann merkst du halt sehr schnell, dass auch eben Retail, obwohl es so viele Aspekte eben beinhaltet, irgendwann dann doch zu langweilig wird. Und von daher, die meisten, glaube ich, heutzutage machen es halt so, die, wenn so ein Add-on startet oder ein Patch erscheint, die geben halt Vollgas, sage ich mal, so maximal drei IDs. Und dann lassen sie es eher ein bisschen lockerer angehen. Dann haben sie meistens ihr Gear und dann spielen sie halt eine Weekly Chest, am besten mit zwei, drei Chars und naja, machen sonst eigentlich nicht mehr allzu viel. Und das ist halt etwas, was absolut fein ist. Und so kann man halt sowohl Retail als eben auch Classic spielen. Aber ich bin der Meinung, dass halt Retail eher auf den Grind ausgelegt ist, zumindest früher, als Classic. Und von daher glaube ich halt, dass es absolut Sinn macht, dass man sagt, komm, wir gucken uns Dragonflight an. Und natürlich wollte ich es lange Zeit nicht machen, weil ich einfach, ich hatte vielleicht keine Angst, aber definitiv Respekt vor dem Ganzen. Ich hatte Respekt vor dem, wiederzusehen, was ich dieses Jahr geschafft habe und was ich in diesem nicht geschafft habe. Aber genau diesen Respekt hatte ich ja eigentlich auch, als ich mit Classic wieder angefangen habe. Da habe ich auch gedacht, warum soll man sich das denn geben? Es gibt 10 Millionen Gilden, von mir aus nicht auf Hornseite, auf Everlook, aber es gibt genug Gilden, es gibt genug Grades, warum sollen die Leute mit dir spielen? Warum sollen die Leute sich bei dir bewerben und so? Und diese ganzen Ideen, diese ganzen Fragen, die man sich dann stellen kann, als, ich sag mal, Content Creator oder jemand, der halt so in dem Bereich hobbymäßig unterwegs ist, wenn du so anfängst, dann wirst du eigentlich immer nur zur Erkenntnis kommen, es macht alles keinen Sinn. Es bringt nichts, es ist halt einfach unnötig und vielleicht sogar auch einfach übertrieben. Und ich bin der Meinung, dass das halt etwas ist, was nicht sein sollte und nicht sein muss. Wenn wir es alles ein bisschen gechillter angehen, glaube ich, macht das die Spiele, und ich sage jetzt ganz klar, WoW Retail und Classic hier getrennt, macht das beide Spiele einfach attraktiver. Wenn du einfach versuchst, egal was du spielst, du versuchst einfach die beste Zeit zu haben, die du haben kannst. Wenn du von der Arbeit kommst, willst du abends ein bisschen chillen. Und ob du jetzt halt im Plus spielst, ob du einen Raid machst, ob du in Classic zwingst oder ob du in Retail zwingst, ob du in Retail, weiß ich nicht, Battleground spielst, RBG spielst, whatever. Egal was du machst, für mich ist halt gerade jetzt durch diesen Sommer das einzig Wichtige eigentlich der Aspekt mit. Macht es mir Spaß oder nicht? Und wenn es mir Spaß macht, warum soll ich diese Zeit dann eben nicht investieren? Ich hatte Respekt davor, vielleicht mehr als Respekt, vielleicht war ich auch wirklich, vielleicht war ich sogar ängstlich, dass ich gesagt habe, ich möchte aber Retail mir erstmal nicht angucken, weil dann sehe ich halt, was ich alles eben nicht hinbekommen habe und wie ich gescheitert bin. Aber sind wir mal ehrlich, was ist denn die Alternative? Dass man halt Classic spielt, während ein neues Add-on draußen ist und alle anderen Retail spielen, sich darin eigentlich total begeistert irgendwie ausleben können oder darin ausleben können. Und man selbst hat das Gefühl, ja, ich würde ja gerne, aber naja, die Situation und die Rahmenbedingungen macht es halt oder erschweren es halt. Und ich bin der Meinung, dass das halt definitiv nicht unbedingt sein müsste, vielleicht nicht sein sollte, whatever. Ich glaube halt, dass du definitiv mit dieser Ansicht, mit diesem Mindset selbst einfach scheitern wirst. Das heißt, letztlich habe ich mir einfach die Frage gestellt, naja, Tobi, was ist denn jetzt eigentlich so das, was ist das Entscheidende? Warum solltest du es nicht machen? Und das Entscheidende ist, glaube ich, einfach,
dass man vielleicht damit riskiert, dass man beides möchte und beides irgendwie nicht hinbekommt. Nur noch einmal, es ist ja nicht so, dass man irgendwie dann zu 1000% irgendwie Retail committet, sondern es ist halt so, wie es in jedem Addon ist. Du spielst den Anfang, du erfreust dich an dem Ganzen und irgendwann merkst du relativ schnell, sag ich mal, dass so ein bisschen Luft wieder raus ist. Und da finde ich es halt gerade gut, wenn man halt etwas hat, egal ob Classic oder Retail oder andere Spiele, die einem halt genau diese Begeisterung irgendwie dann wieder abseits davon ermöglichen. Ich finde halt, dass diese Zeit vorbei ist, dass du wirklich nur ein Spiel spielst und nichts anderes irgendwie in der Welt irgendwie erblickst. Und das hat gar nichts mit Gaming zu tun, sondern das hat einfach generell was damit zu tun. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie hier, dass das Leben schnelllebig ist oder dass man es als schnelllebig vielleicht erachtet. Sondern ich finde halt persönlich, dass es eher damit was zu tun hat, dass du eine gewisse Abwechslung brauchst. Weil gerade jetzt im Gaming wiederholt sich halt sehr, sehr viel. Und warum soll man halt genau diese Abwechslung nicht genau dann haben, wenn es gerade irgendwie Spaß macht? Warum soll man glauben, so nach dem Motto, es ist nicht nötig, denn das Spiel gerade gibt mir ja alles. Ich bleibe dabei, dass das Spiel an sich gar nicht das Spiel ist. Und das ist egal, ob Classic, ob in WoW Retail, ob in Final Fantasy, ob in bald Diablo 4, Diablo 3, in was zum Spiel auch immer. Ich glaube halt, dass das, was die meisten Spieler heutzutage daran begeistert, ist die Community. Das heißt, es ist einfach dieses Spiel mit den Leuten zusammen. Und wenn du mal etwas alleine spielst, ist es, glaube ich, wirklich so, dass du irgendwann dann denkst, boah, warum spielst du das eigentlich? Weil es dir irgendwann einfach keinen Spaß mehr macht. Und ich glaube wirklich, dass es da völlig unabhängig ist von dem Spiel an sich. Das heißt, was ich damit sagen möchte, in diesen ganzen Minuten, die ich jetzt hier aufgenommen habe, ist einfach, dass ich wirklich nicht vorhatte, Retail dieses Jahr noch mir anzugucken. Ich wollte eigentlich dem fernbleiben, weil es mich daran erinnert, an zwar eine schöne Zeit, aber eben auch eine hinterher sehr schwierige Zeit. Es erinnert mich daran, was ich halt aufgebaut habe und es erinnert mich daran, was ich in dem Sinne verloren habe. Nur hätte ich genau mit dieser Einstellung Classic niemals starten können. Hätte ich mir das gedacht, hätte ich direkt gedacht, irgendwie, warum sollst du es machen? Du wirst sowieso scheitern. Aber ich habe mir einfach gedacht, nein, du hast Bock drauf, also machst du es. Und genau das ist halt das Ding. Wenn man mit dieser Einstellung rangeht, ich habe da aber Bock drauf und deswegen mache ich es, egal was kommen kann, egal was kommen wird, dann ist es, glaube ich, das einzig Richtige, zumindest für mich und meine Content Creation, whatever, wie man das auch immer nennen möchte. Wenn man allerdings wirklich meint, das alles in Frage stellen zu wollen und so wie ich es lange Zeit ja gemacht habe, gerade im Sommer, alles zu hinterfragen und immer das Negative zu sehen, dann wird das Negative eben auch entstehen. Das ist halt wirklich so eine Prophezeiung, die du dir irgendwie selbst so ein bisschen irgendwie aufbaust und dann hinterher sagst du so, ja, ist ja genauso gekommen, wie ich es eben vorhergesagt habe. Das ist halt wirklich eine Prophezeiung, die du dir eigentlich selbst irgendwie verschuldet hast. Und das muss halt einfach nicht sein. Entweder die Leute haben Bock drauf und sie machen mit oder sie lassen es halt. Aber ob ich jetzt das Ganze in dem Sinne nicht spiele oder nicht, ändert für mich persönlich nur etwas daran, dass ich dann weniger Spaß dran habe. Ich habe das Gefühl, ich werde dazu gezwungen, ein Spiel zu spielen, während andere in dem Sinne eigentlich diese Freiheit haben, die ich gerade irgendwie nicht spüre. Und das ist etwas, da habe ich mir einfach geschworen, dass ich genau auf diesen Aspekt nicht mehr eingehe. Wenn ich da Bock drauf habe, mache ich es. Und jeder, der es versteht, umso besser. Und jeder, der es nicht versteht, eben umso schlechter, wenn man möchte. Ich kann es halt nicht ändern. Ich kann halt immer mir nur sagen, dass wenn ich sage, dass ein Raid weiterhin stattfindet, dann heißt es das auch, dass ich mich da eben auch weiterhin diesbezüglich drum kümmere. Wenn ich sage, wir raiden jeden Freitag, dann werde ich, abseits von den eigentlichen Aspekten, wo ich keinen Einfluss drauf habe, werde ich alles dafür tun, dass genau das passiert. Ich werde alles dafür tun. Wenn ich sage, wir bauen 25 auf, werde ich auch weiterhin all das machen. Ob ich jetzt mal mir Retail angucke oder ob ich mir, keine Ahnung, Diablo 3 angucke oder Lost Ark oder was auch immer. Es geht halt gar nicht ums Spiel. Es geht einfach nur darum, ob du die Zeit anders investierst oder nicht. Anstatt halt Retail zu spielen, könnte ich auch einfach, keine Ahnung, ein Buch lesen oder so. Es geht ja letztlich nur darum, dass du dann gerade irgendwie in dem Spiel eben gerade nicht online bist. Aber dafür ist es halt eigentlich so, wenn der Talk jetzt gar nicht wäre, dann bin ich die meiste Zeit eigentlich bei uns im Discord. Und von daher bin ich halt de facto trotzdem da.
Und man kann mich halt weiterhin genauso erreichen wie sonst eben auch. Ob ich jetzt auf dem Zwing bin in Classic, ob ich auf dem Zwing bin in Retail oder ob ich ein anderes Spiel spiele. Das ist ja auch bei jeder Diablo 3 Season eigentlich so das Ding gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe, naja, okay, so in die Richtung, spielst du die Diablo Season jetzt oder nicht? Und da habe ich es halt oft nicht gespielt, weil ich gedacht habe, naja, dann committest du dich zu sehr. Du bist ja auch Gildenmeister und die Leute denken dann irgendwie, das Ganze hier geht den Bach runter oder so. Aber genau das ist das, was ich sage. Wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann wird es sowieso scheitern. Weil du lässt dir in dem Sinne halt einreden, was andere Menschen über dich denken. Und das ist halt, glaube ich, der größte Fehler, den du machen kannst. Gerade im Concreation-Bereich. Egal, ob man 5 Viewer hat, ob man 20 Viewer hat, ob man 200 Viewer hat oder ob du 2000 Viewer hast. Das ist völlig relational gesehen eigentlich völlig gleich, wenn man so möchte. Das heißt, die Relation ist zwar eine unterschiedliche, aber das Gefühl ist halt gleich. Du hast immer das Gefühl, so nach dem Motto, du zwingst dich dazu, etwas zu machen, weil die Menschen das in Anführungsstrichen das von dir erwarten. Und ehrlich gesagt, in diesem Sommer hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich genau diesen Druck irgendwie selbst gespürt habe. Ich habe mir diesen Druck eigentlich selbst auferlegt, wenn ich ehrlich bin. Und das ist halt ehrlich gesagt ein ziemlich beschissenes Gefühl. All das, was ich gemacht habe, war halt immer darauf ausgelegt, den Leuten in dem Sinne das Beste zu bieten, was irgendwie möglich ist. Und habe dafür dann irgendwie aber so eine gewisse Drucksituation irgendwie selbst gespürt. Und habe trotzdem gedacht, naja, aber du kannst halt jetzt, sage ich mal, das Ganze irgendwie nicht beenden oder du kannst es nicht irgendwie verändern. Einfach, weil du keine andere Wahl hast. Aber wenn man halt mit diesem Mindset rangeht, dann wirst du halt sowieso scheitern. Du wirst halt keine gute Zeit haben. Und ich behaupte halt, dass wenn ich keine gute Zeit habe, wenn mir was keinen Spaß macht, dann wird man das halt spätestens eben auch im Raid freitags irgendwie merken. Ob das jetzt ein Raid in Retail ist, ob das ein Retail in Classic wäre oder andersrum, ist es egal, in was zum Zusammenhang. Aber wenn ich sage, ich kümmere mich darum, aber ich mache das Ganze halt nicht mehr aus Überzeugung und nicht mehr mit absoluter Leidenschaft, wie es halt leider gegen Ende in Retail so war, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Community gerne aufgebaut, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, warum machst du das Ganze eigentlich? Weil die Leute, die machen sich die Arbeit ja eigentlich auch nicht. Die erscheinen nicht, obwohl sie es sollten, die melden sich nicht richtig an, die melden sich nicht richtig ab. Und genau das ist halt dieses Ding. Wenn man selbst das Gefühl hat, warum machst du das Ganze eigentlich, dann glaube ich, ist das halt gefährlich. Weil dann verlierst du selbst die Begeisterung. Du selbst in dem Sinne findest das halt alles eher anstrengend. Und dann nochmal die Frage, warum soll man etwas supporten, wenn man das Gefühl hat, die Person, die das gerade macht, macht das halt nicht aus Überzeugung oder nicht mit Leidenschaft, sondern eher aus Zwang. Und Zwang ist das im Leben, glaube ich, was das größte Problem für die Motivation darstellt. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, deine intrinsische Motivation, das heißt deine Motivation von innen, wird vielleicht sogar korrumpiert durch, keine Ahnung, einfach weil du auf einmal Geld dafür bekommst oder weil jemand sagt irgendwie, ich möchte aber, dass du das machst und ich möchte es vor allem, dass du in dem Aspekt oder in dem Pensum das machst. Irgendwann wird daraus halt eine Pflicht. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn man damit Geld verdienen kann, dann ist das halt eh eine Pflicht, weil eine Arbeit ist ja auch eine Pflicht. Das stimmt, aber ich glaube, das größte Problem, was viele Leute auch haben, die so zum, sag ich mal, Hauptstreamer werden wollen oder Hauptcontent-Creator, whatever, ich glaube, die machen es am Anfang vor allem aus Überzeugung und mit absoluter Leidenschaft und auf einmal wird daraus aber ein Job und dann machen sie es halt, eigentlich wollen sie es mit voller Leidenschaft machen. Aber sie merken halt irgendwann so, naja, es wird halt eher mehr zum Zwang und eher mehr oder eher weniger aus absoluter Begeisterung, sondern naja, du musst es halt machen. Ob du möchtest oder nicht, du musst es halt machen. Und ich glaube halt, dass das halt etwas ist, was irgendwann dann einfach auch keinen Spaß mehr macht. Dass du irgendwann das Gefühl hast, naja, damit kommst du nicht wirklich weiter. Und das ist, glaube ich, völlig egal, was du machst. Das kann halt sein, wenn du ein Fotograf bist, zum Beispiel, du machst ich habe ja gerade bin ja laufen gegangen, so ein bisschen, heute natürlich weniger, ich bin aber spazieren gegangen, so ein bisschen an der Straße entlang, also nicht so spannend wie sonst. Aber da habe ich irgendwie Fotos gemacht. Und jetzt habe ich mir überlegt, oder ich überlege mir gerade so, was würde es bedeuten, wenn jemand sagt, hier, Tobi, du machst immer Fotos und stellst sie auf Instagram und ich gebe dir, keine Ahnung, 50 € im Monat.
Und dafür machst du aber jeden Sonntag 30 Fotos. Jeden Sonntag. Sprich, das Ganze viermal, also sagen wir mal 120 Fotos. Und ich sage dann sowas wie, ja, aber ich möchte eigentlich nicht so viele Fotos machen. Ich möchte eigentlich nur die Fotos machen, worauf ich Bock habe. Das heißt, das ist das Ding. Irgendwann kann es halt sich vom Gefühl her einfach anders, es kann sich anders, es kann sich einfach anders irgendwie ergeben. Und ich glaube, dass es dann, dass spätestens dann der Moment kommt, dass man denkt so, boah, ey, ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf irgendwie. Und ich glaube persönlich, dass die meisten Con-Creator heutzutage dieses Gefühl mehr als kennen, dieses Ausgebranntsein, dieses irgendwie, ich mache das nicht mehr aus voller Überzeugung, ich mache das nicht mehr, weil ich das möchte, sondern weil ich das machen muss und vor allem, weil die Community, die Viewer, whatever, das von mir verlangen. Das heißt, eigentlich möchte ich das Spiel gar nicht mehr spielen, aber es ist mein Main Game, also habe ich keine andere Wahl. Und das kennen halt viele Leute. Und ich persönlich habe mir aber geschworen, dass ich, egal was ist, egal in was für einem Zusammenhang, egal in was für einem Bereich, egal was für ein Spiel, egal was für ein Content, dass ich genau diesen Schritt definitiv nicht mehr hinterfrage. Wenn ich ein Projekt starte, dann starte ich es, weil ich Bock drauf habe. Dann starte ich es nicht, weil ich das, weil andere das von mir erwarten. Und ich starte es nicht, weil ich glaube, dass ich damit erfolgreich sein kann. Sondern ich starte es, weil ich da einfach ein Gefühl mit verbinde, das mir persönlich gut tut. Und ich persönlich glaube, dass das genau das Richtige ist. Heißt also, ich habe Bock auf Diablo 4. Wenn ich jetzt sage irgendwie, ja, aber ich bin ja gerade Main Game Streamer hier von WoW, Classic und Retail und Diablo 4 kommt, nein, ich darf ja auf keinen Fall Diablo 4 spielen, weil das wird ja bedeuten, dass dann halt mein, sag ich mal, Main Game irgendwie sich verändert. Und genau diese Einstellung, glaube ich, macht es dann total schwierig. Irgendwann denkst du dir nämlich so nach dem Motto, scheiße nochmal, ich möchte das aber nicht mehr spielen. Ich möchte was anderes spielen. Aber was ist eigentlich, wenn ich das jetzt ändere? Verliere ich dann all meinen Zuschauer? Und es ist halt so, man kann sagen, wer will, egal wie viele Zuschauer du hast, wenn du merkst, dass es nach unten geht, und ich habe das jetzt gerade die letzte Zeit sehr, sehr oft gemerkt, dann wirst du halt, so blöd es klingt, dann wirst du das Gefühl bekommen, dass du das nicht mehr machen möchtest. Weil sich halt alles einfach nach Verlust und nach einer Niederlage anfühlt. Und genau das habe ich mir vorgenommen, dass das halt nicht passiert. Ich habe mir vorgenommen, dass ich alles dafür tun werde, so nach dem Motto, dass es halt einfach ordentlich abläuft. Egal was ist, es soll ordentlich werden. Ich soll einfach, oder ich möchte Bock drauf haben. Völlig egal, was das bedeutet. Wenn das bedeutet, dass ich Diablo 4 als Main Game streame und dass ich dazu Con mache, dann bedeutet das halt das. Wenn andere damit wiederum nicht klarkommen, dann tut es mir halt leid, aber was soll ich halt machen? Ich kann halt nur das machen, worauf ich Bock habe und was mir in dem Sinne halt auch meine Leidenschaft in dem Sinne halt letztlich irgendwie, was meine Leidenschaft ausmacht. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Leidenschaft ist gerade bei diesem Spiel nicht mehr vorhanden, dann muss ich halt, so wie das klingt, dann muss ich eben daran arbeiten, dass diese Begeisterung irgendwie über eine andere Schiene eben wieder reinkommt. Und du wirst damit halt immer Leute haben, die das kritisieren werden. Ich weiß nur, als ich Diablo 3 gestreamt habe, da hieß es so, ja, ich habe dich aber eigentlich wegen Diablo 3 gefollowt. Warum spielst du denn jetzt WoW? Da habe ich mir gesagt, ja, weil WoW ist eigentlich mein Main Game. Ja, aber ich bin doch wegen Diablo 3 hier. Das heißt, egal was du machst, du wirst halt sehr schnell merken, dass das irgendwie, wie soll man es sagen, es macht es halt nicht einfacher, weil du dich eigentlich immer rechtfertigen musst mit der Zeit. Und gerade wenn du halt Projekte irgendwie startest, wirst du immer Gefahr laufen, dich halt diesbezüglich in dem Sinne halt wirklich rechtfertigen zu müssen. Von daher habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich das mache, worauf ich Bock habe. Und die Leute, die das verstehen, da freue ich mich drüber. Und die Leute, die es nicht verstehen, das kann ich leider einfach nicht ändern. Das heißt, wenn ich jetzt gerade von WoW Retail spreche, spreche ich von Dragonflight. Heißt das, dass ich Dragonflight mir extrem angucken werde? Keine Ahnung. Heißt es, das, dass ich irgendwie Classic aufgeben werde? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was halt in ein paar Wochen, ein paar Monaten ist. Natürlich ist das Ziel, wenn wir sagen, oder wenn ich sage, ich baue ein 25er auf, so nach dem Motto, ist das Ziel, dass du es natürlich irgendwie versuchst, so beizubehalten, dass du wirklich alles dafür tust.
Aber wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dann bin ich der Letzte, der irgendwie da groß was dran ändern kann. Dann kann ich halt einfach nur damit umgehen, wie es halt ist. Und eine andere Wahl habe ich halt nicht. Das heißt, ich kann sagen, ich kümmere mich drum, ich habe da Bock drauf. Aber was ist, wenn es halt anders kommt? Was soll ich machen? Soll ich dann irgendwie mich auf den Boden wälzen und mich darüber aufregen, dass die Leute ja eigentlich gesagt haben, sie sind dabei, sie wollen 25 mitmachen und auf einmal hast du nicht genug Leute, überhaupt ein 10er-Rate hinzubekommen? Und das, was ich hier gerade anspreche, ist genau das, wie es so ein bisschen irgendwie in der Community in Retail naja, sag ich mal, Mitte des Jahres halt abgelaufen ist, wenn wir ehrlich sind. Genau so ist es halt abgelaufen und nicht anders. Das heißt, am Anfang war jeder irgendwie gehypt und dann hieß es so, ja, irgendwie habe ich nicht mehr so Bock und ja, keine Ahnung, ich würde lieber HC raiden und wir sind ja irgendwie noch im Normal drin, das bringt mir alles nichts, weil, keine Ahnung, gearmäßig brauche ich da nichts und so. Von daher, egal was ist, du wirst irgendwann diesen Moment erleben, dass andere so ein bisschen die Begeisterung verlieren. Und du als derjenige, der sich darum kümmern möchte, der muss halt irgendwie dann trotzdem diesbezüglich irgendwie am Ball bleiben. Und du musst halt trotzdem einfach diese Begeisterung haben, du musst diese Begeisterung aber weiterhin irgendwie übertragen können. Und wenn du es nicht machst, dann sieht es so aus, als hättest du generell ja keinen Bock drauf. Und ich persönlich glaube, dass das halt definitiv etwas ist, was einfach falsch ist. Also was wirklich falsch ist. Weil, wenn man einfach das macht, worauf man Bock hat, ich glaube, dann wird man damit am meisten Erfolg haben. Wenn ich sage, wir wollen 25 raiden, werde ich auch weiterhin alles dafür tun. Aber ich kann es nun mal nicht erzwingen. Und genauso erzwingen kann ich es eben nicht in Bezug auf, was ist jetzt mit Retail. Ich weiß nicht, ob mir Dragonflight gefallen wird. Ich weiß nicht, ob mir zum Beispiel jetzt der Holy Pardin gefallen wird oder was auch immer. Und ich glaube halt, wenn man ehrlich ist, würde ich einfach behaupten, dass du sowieso keine andere Wahl hast. Du machst einfach das, worauf du Bock hast und du erwartest halt dann diesbezüglich halt nicht allzu viel. Und ja, that's it. Das ist halt einfach das Entscheidende. Du erwartest nicht so viel und damit lässt du es einfach auf dich zukommen. Wenn ich sage, wir werden 25 raiden, werde ich alles dafür tun, dass es möglich erscheint. Aber ich kann mir nun mal auch nicht die Tanks und wobei Tanks geht ja noch, aber vor allem die Heiler und die bestimmten Klassen und so. Ich kann mir die halt irgendwie auch nicht. Achso, ich kann nicht mit dem zusammenspielen. Ach Gott. Ich kann mir die halt auch einfach nicht, weiß nicht herbeizaubern. Es geht halt nicht. Wenn der Server es halt nicht ermöglicht, wenn, keine Ahnung, die Spielerschaft nicht groß genug ist, was willst du machen? Du kannst dich halt auf den Kopf stellen und kannst halt darüber nachdenken, nach dem Motto, jo, dann müssen wir halt den Server irgendwie verlassen, okay. Aber weißt du es, ob es klappen wird? Nein, keiner weiß es. Und von daher, keiner weiß, wie Dragonflight wird. Im Moment ist es so, dass alle gehypt sind und bei mir steigt eben auch der Hype. Aber ist es wirklich so? Oder wird es eher so sein wie bei Shadowlands? Da habe ich auch gedacht, boah, das ist das allergeilste Addon auf überhaupt. Und am Ende war es halt so, dass es mir eben nicht gefallen hat. Zumindest nicht so, wie ich es erwartet habe. Und von daher glaube ich halt, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass man sich damit einfach auseinandersetzen muss. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass die Begeisterung für ein Spiel, egal wofür, dass die Begeisterung für ein Medium einfach mit der Zeit abnehmen wird. Und du bist halt derjenige, der damit einfach klarkommen muss. Nichts anderes. Das ist halt alles, was hier entscheidend ist. Es ist deine Sache, ob du das machen möchtest oder nicht. Es ist deine Sache, ob du es ich sag mal, wichtig genug erachtest oder nicht. Und jeder muss eben genau diese Entscheidung treffen. Möchte man in Classic weiterhin bleiben? Oder möchte man jetzt Retail Main spielen? Oder möchte man überhaupt mit WoW aufhören? Oder überhaupt mit Gaming aufhören? Das muss halt jeder einfach für sich wissen. Nur wenn man solche Projekte startet, dann hat man immer das Problem so in die Richtung, dass du keine andere Wahl hast. Du hast keine andere Wahl. Irgendwann wirst du dazu einfach gebracht. So nach dem Motto, du wirst dazu gebracht, dass du dich einfach festlegen musst. Wenn du es möchtest, dann musst du da einfach all in gehen. Und wenn du es nicht möchtest, dann wirst du eben nicht all in gehen. Heißt also, wenn Diablo 4 für mich das große Ding sein soll, dann muss ich da all in gehen. Weil sonst werde ich diese Begeisterung eben nicht aufbauen können.
Heißt das, dass ich damit dann Leute wieder irgendwie weiß ich nicht, verlieren werde? Vielleicht. Ist das gut? Keine Ahnung. Man wird es einfach sehen. Ich kann nicht sagen, wie diese Spiele werden. Ich kann nicht sagen, wie sehr mich dieses Genre, in dem es auch noch begeistern wird, hier MMORPG-mäßig, oder ob wie lange mich halt ein Action-RPG als Genre noch begeistert. Ich kann nur sagen, ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Und jetzt habe ich das mehr als genug erläutert. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass ich mich darum kümmern werde, aber dass ich eben auch einfach abwarten werde, wie es sich entwickelt. Wenn mir Retail weiterhin Spaß macht, warum soll man dann nicht am Ball bleiben, wenn man trotzdem jede Woche in Classic raiden kann? Warum soll man etwas von vornherein ausschließen, wenn es in der Theorie eben nach Ausschluss aussieht? Aber warum soll man es nicht machen, wenn man einfach Bock darauf hat? Das ist halt die entscheidende Sache. Warum soll man sagen, nee, ich mache das nicht, weil andere Leute es vielleicht auch von einem erwarten? Das, nach dem Sommer habe ich mir geschworen, dass ich das definitiv nicht mehr machen möchte und nicht mehr machen werde. Ganz einfach. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, was ich wirklich spielen möchte. Ich weiß nicht, ob ich Holy Paladin spielen möchte. Ich weiß nicht, ob ich Holy Priest spielen möchte. Gerade jetzt hier level ich gerade meinen Holy Paladin. Das Leveln geht ja super, super schnell. Von daher ist es eigentlich sehr angenehm jetzt durch diesen Buff und so weiter und so fort. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht abschätzen, ob mich das Ganze irgendwie begeistern wird oder nicht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es so kommen kann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Dragonflight gut wird. Auf der Seite freue ich mich halt auf Ulduar. Und ich möchte in dem Sinne halt beides irgendwie erleben. Aber ob das klappen wird, keine Ahnung. Das kann keiner genau sagen. Von daher weiß ich auch noch nicht genau, welche Klasse ich spielen möchte. Ich möchte das spielen, worauf ich am meisten Bock habe. Wenn mir der Holy Paladin keinen Spaß macht, dann habe ich halt immer noch den Priest. Wenn mir der Priest keinen Spaß macht, dann habe ich ja immer noch theoretisch den Hunter oder den Warlock oder was auch immer. Aber ich möchte eigentlich unbedingt Heiler spielen, weil es mir gerade eigentlich in Classic sehr viel Spaß macht. Und von daher, warum soll ich das irgendwie in Retail nicht auch genießen dürfen? Von daher, ja. Ich glaube halt, dass es halt einfach generell schwierig ist, als jemand, der immer Ranged D gespielt hat, ein sowas wie ein Holy Paladin zu spielen. Klar macht es halt Spaß und so, aber du bist halt mehr Melee als andere. Und wenn man das halt nicht gewohnt ist, finde ich das persönlich sehr schwierig und das ist mir halt aufgefallen, gerade im Hinblick auf das Positioning. Das heißt, wir sind bei Maligos und ich denke mir, ich stehe safe und auf einmal merke ich so, nee, du stehst nicht safe. Du wirst irgendwie trotzdem dann gehittet. Und das sind halt so Dinge, da musst du dich halt um als Range brauchst dir keine Gedanken machen. Also als Holy Priest oder Disty Priest oder Rested Druid oder so, das interessiert dich nicht. Auf der anderen Seite ist genau das ja auch das Spannende, irgendwie mal etwas anderes zu erleben. Also das heißt, du spielst einen Heiler, aber es ist mehr Melee als Heiler an sich, wenn man so möchte. Und von daher bleibe ich dabei, dass es etwas ist, was mir definitiv gefallen könnte. Aber ob es so kommt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht eben auch nicht. Und von daher werde ich jetzt erstmal abwarten, wie es sich halt bis Dragonflight anfühlt und dann werde ich mich halt festlegen, was der erste Char in dem Sinn werden soll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der erste Char vielleicht eher der Holy Priest wird als der Holy Paladin. Aber erstmal leveln und sich das halt angucken, wie es sich halt anfühlt, gerade mit Holy Power und so. Ich kenne das ja nicht, in Classic hast du das eben nicht. Und dann mal einfach mal gucken. Das heißt, egal was jetzt so zielmäßig angedacht ist, der Podcast heißt ja irgendwie so die Ziele kann man oder kann ich nicht genau festlegen. Ich kann nicht sagen, ich möchte unbedingt das erreichen, weil ich nicht weiß, wer dazu gehören wird und so. Von daher möchte ich halt erstmal etwas schaffen, was für mich so ein bisschen bedeutet, dass ich darauf Bock haben könnte. Ob es am Ende alles so kommt, weiß ich nicht, aber in der Theorie könnte ich vielleicht daran Spaß haben. Und ich möchte unbedingt in Ulduar raiden. Ich möchte unbedingt eigentlich relativ bald mit 25er beginnen, einfach um Leute auch mitnehmen zu können, ohne dass man darauf schauen muss, irgendwie, dass man zu viele Leute hat. Auf der anderen Seite möchte ich eben auch, dass das Ganze eben auch realisierbar ist. Und wenn du halt siehst, ist es nicht realisierbar, weil die Leute nicht vorhanden sind, die Anzahl der Spieler kriegst du einfach nicht zusammen,
dann macht es halt absolut keinen Sinn, das irgendwie zu erzwingen zu wollen, weil das macht keinen Spaß und damit wirst du in dem Sinne sowieso auch eher scheitern, als dass du damit erfolgreich bist. Und von daher bleibe ich dabei, ich möchte einfach in beiden Spielen eine gute Zeit haben. Genauso wie in Diablo 4, genauso wie in, weiß ich nicht, in anderen Spielen, die vielleicht im nächsten Jahr kommen. Ich möchte einfach eine gute Zeit haben mit den Leuten, die mir wichtig sind. Und die Spiele an sich sind für mich einfach zweitrangig geworden. Das heißt, ob ich jetzt Retail spiele, ob ich Classic spiele, ob ich Diablo 4 spiele, ich möchte einfach mit Leuten zusammenspielen, die mir wichtig sind. Und gerade in diesem Sommer habe ich irgendwie dazugelernt, dass es halt Menschen gibt, die mir unglaublich, sag ich mal, Kraft gegeben haben in einer Zeit, in der ich selbst die Kraft nicht hatte. Und denen, ich sag nicht, dass ich mich denen verpflichtet fühle, denen gegenüber, aber es ist definitiv so, dass ich denen gegenüber, mich gegen denen, also mich denen gegenüber dankbar fühle. Und Dankbarkeit ist ja auch etwas, was man schon irgendwie auch umsetzen möchte. Du kannst ja nicht nur sagen, es, danke, sondern du möchtest ja auch, dass dieses Danke halt irgendwie ankommt. Und von daher bleibe ich dabei. Ich kann nicht genau sagen, wie das alles wird. Ich glaube halt einfach, dass ich das machen werde, was mir persönlich am meisten Spaß bereiten wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so die nächste Zeit bis Ende des Jahres sehr, sehr gut mit Retail Sinn macht, mit M Plus und einfach mal diesen Content zu erleben, vor allem mal dieses Level zu erleben. Ich habe jetzt mal eben mal nicht die Alpha gespielt, nicht die Beta gespielt, sondern für mich ist das alles neu. Ich werde mich extra eben nicht darüber informieren. Und alles andere wird man halt einfach sehen. Man wird jetzt einfach sehen, was sich eben ergibt. Jeden Freitag wollen wir halt raiden und das soll auch weiterhin stattfinden, egal was mit Retail ist oder nicht. Ich glaube halt einfach all die Leute, die sagen, nee, ich werde aber in Classic bleiben, nee, ich habe da keine Lust drauf irgendwie, ich möchte mich da in Retail nicht irgendwie wieder mit, ich sag mal so, den Aspekten beschäftigen, die mir sowieso keinen Spaß machen. Ich finde, dass wenn du so eine Einstellung generell hast, dann wird dich kein Spiel der Welt mehr begeistern. Weil jedes Spiel, egal wie gut es ist, hat etwas, was dir nicht gefällt. Und jedes Spiel wirst du am Anfang mögen und irgendwann wirst du es eben nicht mehr mögen. Weil du es einfach zu viel gespielt hast und weil du halt overpaced hast. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass man genau diese Abwechslung hat, dass man aber trotzdem sagt, wir nehmen diese Abwechslung gerne irgendwie mit. Aber wir bleiben halt bei dem, was wir halt gerne haben möchten. Wir bleiben bei dem Alltag. Da bleiben wir bei. Komme, was wolle, so in die Richtung. Und ich persönlich glaube auch, dass das halt genauso kommen wird und dass wir uns darauf gefasst machen müssen, wenn wir ehrlich sind. Nur sind wir ehrlich? Keine Ahnung. Ich bin halt gespannt, wie sich Dragonflight spielen wird. Ob es halt wirklich sich wie Challenge anfühlt oder ob es eine Weiterentwicklung ist oder ich kann gar nicht genau sagen, wie ich das irgendwie einschätze, aber ich glaube, es ist genau das richtige Add-on zur richtigen Zeit. Weil so cool Classic auch gerade ist, so viel Spaß es auch macht, eine Abwechslung tut jedem gut. Weil wenn man diese Abwechslung jetzt, sage ich mal, nicht mit Retail hat, dann würde man sie mit anderen Spielen haben. Und wenn du halt einmal aus WoW raus bist, dann ist es, glaube ich, eher schwieriger, wieder reinzukommen, als wenn du, ich sag mal, im WoW-Kosmos bleibst und du wechselst halt eigentlich nur so dann die Art und Weise des Spiels. Also sprich, wenn du noch in WoW drin bleibst, im WoW-Kosmos, ist es vielleicht besser, als wenn du komplett zu Final Fantasy gehst oder zu TESO oder was auch immer. Und von daher, glaube ich, ist das genau das Richtige zur richtigen Zeit und es wäre, glaube ich, einfach das Falsche zu sagen, nee, ich habe mir geschworen, dass ich dieses Jahr eben kein Retail mehr spiele, weil die Community ist eben in Retail gescheitert und es sind so viele Leute raus und die Gilde ist gescheitert und all das, was ja geplant war, ist eben alles gescheitert. Ja, aber es ist nun mal gescheitert. Was willst du machen? Also, was soll ich machen? Soll ich jetzt noch jahrelang darüber nachdenken, darüber weinen? Glaubt mir, Leute, das habe ich diesen Sommer zu oft gemacht. Ich habe mich zu oft einfach gefühlt, als hätte ich eine komplette Niederlage irgendwie selbst zu verantworten. Und das ist halt einfach kein geiles Gefühl. Damit habe ich wenig Spaß, damit haben andere wenig Spaß. Und das ist etwas, was einfach, so wie das klingt, was einfach nichts bringt. Damit wird man nicht weiterkommen. Damit wirst du das Gefühl haben, dass egal was du machst, du wirst einfach
Moment. Was? Was für ein Ding? Damit wirst du einfach das Gefühl haben, dass du einfach ja nicht weiterkommen wirst. Es wird sich alles so anfühlen nach dem Motto, oh mein Gott, keine Ahnung, alles, was jetzt kommt, kann ja eigentlich nach hinten losgehen. Und von daher habe ich einfach auf, oder ich möchte damit aufhören, mir diese Frage zu stellen. Dieses, was kann passieren, bis es scheitert? Was muss passieren, bis es scheitert? Ich glaube persönlich, dass das halt etwas ist, was mir jeglichen Spaß rauben wird. Das heißt, ich freue mich auf Dragonflight, ich freue mich aufs Leveln, ich freue mich auf die Klasse, welche auch immer das sein wird. Ich freue mich darauf, mit den Leuten, die ich gerade im Classic habe, zusammen zu spielen, im Discord zu sitzen. Und die Leute, die es eben nicht spielen werden, diese Leute können dann ja trotzdem einfach im Discord dabei sein oder im Stream gucken oder whatever. Aber sie sind ja irgendwie dann trotzdem diesbezüglich irgendwie dabei. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube halt, dass es richtig ist, wenn man sich diesen Druck einfach nicht macht. Wenn man einfach nicht sagt, was passieren kann, bis das und das passiert. Also sprich, wenn das und das passiert, dann ist die Chance ganz groß, dass wir zum Beispiel nicht 25er raiden können. Dann ist die Chance, dass wir eben nicht Uldur sehen werden. Dann ist die Chance, dass wir in M-Plus nicht weit kommen werden. Ich glaube, mit dieser Einstellung wird genau das eben kommen. Diese self-fulfilling prophecy, diese selbsterfüllende Prophezeiung, die hast du am Ende oder hätte ich dann mir gegenüber selbst irgendwie zu verschulden. Und von daher habe ich keine richtigen Ziele in dem Sinne. Ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt in M-Plus so weit kommen. Ich muss jetzt unbedingt in Classic so weit kommen. Aber was halt mein Ziel ist, ist halt weiterhin, dass wir viel Spaß haben, aber dass das Ganze irgendwie auch mit Performance halt einhergeht. Das heißt, ich möchte halt in Classic so schnell wie möglich mindestens Dateien 2D haben im 10er. Ich möchte, dass wir so, zumindest darüber nachdenken, dass wir irgendwann Dateien 3D angehen können. Und ich möchte halt trotzdem, dass das Ganze halt sehr, sehr viel Spaß macht und dass man einfach eine gute Zeit hat und dass man sich einfach wohl damit fühlt. Und ich möchte eben nicht auf die Frage, wirst du das Spiel spielen, verschiedene Diablo oder jetzt eben Retail. Ich möchte nicht mit dem, ja, ich würde ja gerne, aber ich, so ein Blitz, das klingt, ich darf es halt nicht. Damit möchte ich halt nicht antworten. Antworten müssen, sondern ich möchte einfach sagen, ich guck mal, ich habe Bock drauf, ich lasse mich einfach überraschen. Und das war halt noch vor ein paar Monaten anders, das weiß ich. Ich habe gesagt, dass das eigentlich nicht angedacht ist. Aber noch einmal. Was kann ich dafür? Keiner weiß ja genau, wie Zeit werden wird. Ich freue mich einfach mit den Leuten, die jetzt in Retail mitspielen wollen, mit denen zusammenzuspielen. Und ob es eine coole Zeit wird, ob es ein gutes Addon wird, keiner weiß es. Wir wissen alle, dass Uldur in Classic eine geile Zeit wird. Dafür haben wir halt Uldur damals schon geliebt. Warum soll es also nicht in Classic genauso werden? Und sofern es eben weiterhin die Möglichkeit gibt, dass wir raiden, dass wir mindestens 10er raiden, dann hat man doch eigentlich genau das, was man haben möchte. Also ich habe genau das, was ich haben möchte. Ich habe jetzt nicht diese Ziele, dass ich so eine bestimmte Benchmark mir gesetzt habe, sondern mein Ziel ist einfach, dass ich etwas habe, worauf ich mich freue. Das heißt, wenn ich arbeite und ich weiß, so, wir haben jetzt, keine Ahnung, 3 Uhr nachmittags und ich weiß, oh, der zweite Job, der bedeutet, dass du jetzt nicht so viel arbeiten musst. Da möchte ich einfach etwas haben, was mich dazu bringt, dass ich förmlich schon irgendwie die Zeit runterrechne und dann in dem Sinne davon ausgehen kann, dass halt der Abend dann richtig spaßig wird. Wenn man das halt hat, generell, egal welches Spiel, egal in was für einem Genre, egal was für ein Medium, ich glaube, dann ist man halt gut aufgestellt. Wenn du halt so etwas hast, dass du einfach damit zufrieden bist mit dem, was du hast, wenn du dich auf etwas freuen kannst. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht jeder hat. Und das ist das, was ich definitiv haben möchte. Ich möchte eben das haben, worauf ich mich freuen kann. Ich möchte das haben, was für mich so ein bisschen als Ziel oder als Zielgebung irgendwie agieren kann. Das möchte ich haben. Ich möchte nichts haben, was mich dazu bringt, irgendwie, dass ich mir die Frage stelle, naja, die und die Person, was ist, wenn die jetzt nicht erscheint? Können wir dann überhaupt raiden? Und wenn der Raid nicht stattfindet, was ist dann mit dem Raid an sich? Genau diese Gedanken habe ich mir diesem Sommer mehr als oft genug gemacht. Und ich habe es halt jedes Mal mit eigentlich auf mich gemünzt. Jedes Mal habe ich es mit mir eigentlich in Verbindung gesetzt. Ich bin der Schuldige. Ich habe die Leute in dem Sinne
vergrault oder keine Ahnung, das und das irgendwie habe ich nicht hinbekommen. Und von daher habe ich mir einfach vorgenommen, ich möchte eine schöne Zeit haben. Und ich möchte Ende dieses Jahres noch eine schöne Zeit haben. Und ich möchte sie vor allem 2023 haben im Hinblick auf Diablo 4. Es gibt kein Spiel, worauf ich mich so freue. Es gibt kein Spiel, wo ich so gehypt bin. Und dennoch sage ich eben auch, hier bin ich genauso vorsichtig, weil keiner weiß, wie es wird. Und es ist einfach falsch zu sagen, dass wenn man sich auf etwas freut, dass es genauso kommt. Und es ist halt falsch zu sagen, dass man, naja, in gewisser Weise genauso etwas irgendwie immer erwartet. Du kannst nicht immer das erwarten. Du kannst nicht davon ausgehen, dass es so kommt. Sondern du kannst dich einzig und allein darauf freuen und sagen, boah, wenn es so kommt, dann wird es halt geil. Aber wenn es nicht so kommt, dann sollst du irgendwie auch nicht derjenige sein, der, sag ich mal, mit am traurigsten ist. Das bringt halt keinem was. Das ist traurig. Das ist nicht zielführend und es ist völlig egal, was zum Zusammenhang. Es ist egal, ob das ein Game ist, es ist egal, ob das ein Medium ist, es ist egal, ob die Content Creation es ist. Immer dann, wenn du Ziele für dich selbst siehst und du hast halt das Gefühl, dass diese Ziele einfach nicht realisierbar sind, dann ist es halt schwierig. Von daher, ja, jeder möchte ein Ziel haben und ja, es ist definitiv gut, dass man dies als Ziel hat, aber man sollte eben auch immer wissen, was man hat und was man eben nicht hat. Und wenn man weiß, dass man es nicht hat, dann sollte man einfach damit klarkommen und es eben nicht als, weiß nicht, nicht traurig irgendwie achten, als traurig. Sondern man sollte einfach versuchen, mit der Situation klarzukommen. Und das habe ich wirklich in diesem Sommer mehr als ausdrücklich gelernt, das wisst ihr. Mehr als ausdrücklich habe ich das gelernt. Und es war eine verdammt heftige Zeit, wenn ich ehrlich bin, und eine Zeit, die ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich diese Zeit nochmal so ertragen könnte. Ich möchte sowas definitiv nicht nochmal haben. Und ich sag nicht, dass ich da Angst vor habe, aber ich habe Respekt davor. Ich habe wirklich Respekt davor, so etwas nochmal zu erleben. Und deswegen habe ich versucht, jeglichen Druck aus meinem Leben rauszunehmen. Und habe eben auch gesagt, jetzt zum Beispiel was die Content Creation anbelangt, dieses Jahr gibt es eben einfach alles nur spontan. Aber weil es das spontan gibt, glaube ich, ist es besser, als dass man es eben nicht hätte. Und von daher, ich freue mich einfach generell auf das Spontane, was eben noch kommen wird. So wie diesen Talk, den ich jetzt gerade spontan aufnehme, so freue ich mich über den Talk, den ich dann irgendwann wieder aufnehme. Und ich freue mich halt auf die Streams, die ich dann halt irgendwie spontan stattfinden lasse. Klar, den Raid versuche ich irgendwie, wenn es geht, jeden Freitag irgendwie mitzustreamen. Aber auch da ist es halt einfach nicht immer gewährleistet. Und von daher, ich kann nicht sagen, dass es so kommt. Ich kann nicht sagen, dass es immer so wird. Ich kann nur sagen, dass wenn ich mich darum kümmere, dass ich alles dafür tun werde, dass das Ganze weiterläuft. Ich habe super coole Leute kennengelernt. Aber genauso, das habe ich glaube ich in der letzten Ausgabe von Quatschkopf gesagt, genauso weiß ich eben auch, dass ich Leute habe in Retail, mit denen ich gerne zusammenspiele. Ob die immer noch mit mir zusammenspielen oder ob die pissig sind, nach dem Motto, ja, da ist doch irgendwie noch bei Classic. Das muss jeder für sich wissen. Aber wenn mir Leute die Chance geben und sagen, ja, sie spielen gerne mit mir zusammen, ich freue mich darüber. Ich freue mich einfach darüber und freue mich eben mit, nicht nur mit den Leuten in Classic, in Retail zu spielen oder in Diablo 4 oder in was für einem Spiel auch immer, sondern ich freue mich eben vor allem auch darüber, dass ich sagen kann, dass ich mir da mit Leuten zusammenspiele, die ich vielleicht jetzt ein halbes Jahr so nicht mehr gesehen habe. Weil ich habe nachgeguckt, die Community, das kann ich euch jetzt theoretisch nochmal einblenden. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das Bild einblenden werde oder nicht. Ich glaube, ich werde es diesmal mal machen. Die Community ist, glaube ich, Ende Juni von mir irgendwie pausiert worden. Ende Juni. Das war die Zeit, in der ich einfach so traurig war und Retail nicht mehr sehen konnte, weil ich echt, ihr wisst es ist kein Joke, weil ich einfach nur geweint habe. Ich habe einfach nur geweint, weil ich gedacht habe, du hast das alles über Monate aufgebaut und es ist alles dahin. Und das hat mich so fertig gemacht und so traurig und wütend zugleich gemacht. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern und in Classic läuft es gut, in Classic soll es weiterhin gut laufen und ich werde weiterhin alles dafür tun, was in meiner Macht steht. Mehr kann ich nicht und mehr wird es eben auch nicht mehr geben. Und das Ganze gilt für Diablo 4, das Ganze gilt für Retail. Ich möchte einfach mit Leuten zusammenspielen, von denen ich der Meinung bin, dass sie mir gut tun. Und ich hoffe eben auch, dass die das von mir in dem Sinn genauso sagen. Oder mir gegenüber genauso sagen. Und alles andere wird man einfach sehen.
Aber ich weiß immer noch nicht, welche Klasse ich spiele, wenn ich ehrlich bin. Mir macht gerade Holy Paladin auch jetzt hier beim Leveln eigentlich, gut, das ist natürlich jetzt irgendwie nur Questen und so. Aber mir macht es Spaß. Ich glaube halt, dass mir in Retail Holy Paladin wirklich Spaß machen kann. Aber ich bin immer noch nicht ganz sicher, weil dieser Melee-Aspekt immer noch so etwas ist. Ich weiß nicht, ob mir das auf lange Sicht einfach gefällt. Oder ob mich das vielleicht sogar irgendwann dann. Ich weiß nicht, dass ich einfach diese Begeisterung irgendwie dann nicht spüre. Kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich bis jetzt irgendwie das Gefühl habe, Dragonflight kann ein cooles Addon werden. Aber wie gesagt, jeder hat gesagt, irgendwie Shadowlands wird das beste Addon auf Erden. Ich hatte ein super gutes Gefühl. Und am Ende habe ich Shadowlands nie so wirklich gemocht, also nie so zu 1000%, weil eben auch teilweise die Rahmenbedingungen eben entscheidend waren. Und dann wiederum kam das mit der Community, ich hatte wieder richtig Bock und wir hatten eine richtig gute Zeit und am Ende war es dann trotzdem so, dass so viel Bock, wie ich auch hatte, Leute sind nicht erschienen und von daher, was willst du machen? Du kannst dich auf den Kopf stellen, bringt alles nichts und von daher, all das, was ich eigentlich geplant hatte und wie es halt werden sollte, ist halt nicht so gekommen und von daher, wir warten einfach ab. Ich warte ab. Und werde einfach schauen, wie es mir Spaß macht. Ich glaube, dass viele Leute damit groß viel Spaß haben werden zu Beginn. Aber sind wir mal ehrlich, WoW, egal ob Retail, egal ob Classic, egal welches MMORPG heutzutage, egal welches Spiel an sich, irgendwann wirst du jedes Spiel nicht mehr sehen können. Es ist halt einfach so. Genau wie du jede Serie nicht mehr sehen kannst, egal wie du jeden Film nicht mehr sehen kannst, irgendwann wird jetzt alles zu viel und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Und von daher glaube ich, dass das halt so ein bisschen genauso kommen wird. Egal ob Classic, egal ob Retail. Und glaube halt, dass es einfach gut ist, wenn ich das mache, worauf ich Bock habe. Und wenn ich das halt so beibehalte, glaube ich auch, dass vor allem die Streams interessant werden. Weil alle erwarten, dass ich halt in einem Plus dann total versage als Heal. Alle erwarten, dass ich als Heal irgendwie im Raid ein Classic versage oder so. Überspitzt gesagt. Und von daher, ich glaube, dass der Content gut wird. Nur weiterhin ist es so, ich kann nicht sagen, ob das immer klappt. Ich kann nicht sagen, ob jeder Stream funktioniert. Sondern es gibt halt Dinge, und das wisst ihr auch, die sind in diesem Jahr definitiv wichtiger als all das, was abseits von meiner Arbeit in dem Sinne gerade stattfindet. Das ist einfach, so wie das klingt, wenn es hart auf hart kommt, alles Nebensache. Das wisst ihr, das habe ich mehrmals angesprochen und das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, nur weil ich gerade streame, heißt das nicht, dass es dadurch irgendwie einfacher geworden ist. Sondern ich streame und ich nehme Podcasts auf und ich mache YouTube-Content und bla und blub. Ich mache diesen ganzen Content, vor allem TikTok, Instagram, whatever, eben weil ich daraus meine Kraft ziehe. Und weil ich diese Kraft daraus ziehe, ist es, glaube ich, etwas, was anderen wiederum einfach auch ein gutes Gefühl geben kann, hoffentlich. Weil, wenn ich daraus Kraft ziehe, dann macht mir das Spaß. Und wenn ich Spaß habe, dann kommt das hoffentlich bei den Leuten einigermaßen gut an. Und ich glaube auch, dass ein Diablo 4 genauso werden kann. Ich glaube, Diablo 4 kann das Game für mich werden, womit ich so viel Spaß haben werde. Und was halt wirklich wieder so ein Community-Aspekt irgendwie wieder beinhalten kann. Aber keiner weiß es halt genau. Ich bin total unschlüssig, ob ich mich eigentlich überhaupt damit auseinandersetzen soll, weil, wenn wir ehrlich sind, all das, was man sich jetzt irgendwie an Infos und so reinholt, ist all das, was man dann halt schon kennt und dann ist es halt nichts Besonderes mehr. Und gerade jetzt finde ich es halt gerade unglaublich geil, dass ich einfach sage, Dragonflight, ich kenne da gar nichts. Und allein jetzt hier diesen Pre-Patch irgendwie, diese Story, wenn ich die spiele, ich spiele die komplett blind. Von daher, heißt das Blind? Ne, es gab irgendeinen anderen Begriff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich spiele so, ohne dass ich Hintergrundwissen habe. Und so kann jede Cinematic für mich begeisternd sein. So kann ich irgendwie meine Reaction in dem Sinne wirklich ehrlich so rüberbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich, das ist ein Content, mit dem ich persönlich gerne lebe und vielleicht ist es auch für andere halt eine gute Sache. Und das wäre halt nicht der Fall, wenn ich daran keinen Spaß habe. Es wäre nicht der Fall, wenn ich mich jetzt, sag ich mal, die letzten Monate durch Retail durchgequält hätte, nur um zu sagen, nach dem Motto, ja, aber ich will nicht, dass die Community aufgegeben wird oder so. Weil es wäre ja immer noch die Idee gewesen, dass ich damals die Gilde weiterhin alleine geführt hätte, obwohl meine Freundin weg war, obwohl Becky irgendwie dann auch nicht mehr da war und so. Wenn ich wiedergekommen wäre, das heißt, ich bin ja im Anfang Juli wiedergekommen, ich hätte ja auch in Retail wiederkommen können,
Aber nein, ich habe mir einfach geschworen, dass es zu dem Zeitpunkt der falsche Zeitpunkt war und dass ich mich genau in dem Sinne damit eben nicht auseinandersetze, sondern dass ich halt einfach das mache, was für die Situation gerade das Beste ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und von daher, ich glaube, wenn wir dabei bleiben, dann werden wir die nächste Zeit eine richtig gute Zeit haben. Das wird, glaube ich, bis Weihnachten richtig schön werden. Und dann wird es so in Classics sein, dass halt, wenn, spätestens wenn Ulduar kommt, ist halt jeder wieder gehypt. Es können, gerade Leute können schnell nachgekühlt werden, es kann zu Rerolls kommen und so weiter und so fort. Und ich glaube halt einfach, dass das richtig, richtig nice wird. Weil wir wissen einfach, Ulduar wird geil, egal was ist. Wir wissen es und wir sind uns dem gegenüber auf jeden Fall gewiss. Und das ist halt cool zu wissen. Im Moment weiß keiner, ob Dragonflight gut wird, aber jeder weiß, dass Ulduar gut wird. Und von daher, ich freue mich einfach drauf. Und wenn ihr mit mir zusammen spielen wollt, egal ob im Classic oder im Retail, kann ich immer nur sagen, macht es einfach, meldet euch. Es gibt hier in-game eine Community, in Retail. Ja, die heißt Quatschfabrik. All das, was ich mache, heißt Quatschfabrik. Alles. Und es gibt das halt in Classic. Es gibt auch in jetzt hier eine Gilde in Retail und in Classic. Das heißt, egal was ihr machen wollt, das wird wahrscheinlich in Diablo 4 dann bald genauso sein. Da werde ich bestimmt auch irgendwie diesbezüglich irgendwas machen, wenn das Game halt so cool wird, wie ich es erwarte. Dann macht es einfach, fragt an und alles andere wird man sehen. Es gibt immer das, was ich gesagt habe, was wirklich zu meinem Motto geworden ist, jetzt über den Sommer hinaus. Keiner kennt die Zukunft und das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie es wird. Wenn ich gewusst hätte, dass der Sommer so wird, hätte ich definitiv den Frühling anders irgendwie aufgebaut. Und wenn ich gewusst hätte, was die letzten Tage und Wochen bei mir im RL passiert, da hätte ich noch mehr versucht, irgendwie Kraft zu tanken. Aber du kannst so etwas nicht planen. Du weißt sowas weder im echten Leben, noch im Hinblick auf Gaming, noch im Hinblick auf Content Creation. Und von daher wirst du immer dazu gezwungen, wenn man ehrlich ist, und das gilt für jeden, dass man sich einfach mit der jeweiligen Situation auseinandersetzt und dass du versuchst, einfach das Beste rauszumachen. Und ich glaube halt, dass das ist, was für mich das Beste ist. Ich versuche den Content so hinzubekommen, dass er mir Spaß macht und hoffentlich euch auch. Ich versuche dann wirklich alles rauszuhauen, wenn es spontan gerade passt. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr es hinbekommen werde, dass ich wieder klare, feste Zeiten angeben kann. Dass es wirklich wieder so ist, dass jeden Sonntag irgendwie dann halt Quatschfabrik kommt. Dass, keine Ahnung, dass man mindestens zwei Streams die Woche hat, vielleicht sogar drei Streams. Aber das ist halt leider einfach, so wie das klingt, gerade alles zweitrangig. Ich kann nur sagen, wenn es geht, werde ich alles dafür tun, dass es möglich erscheint. Aber ich kann leider das Ganze eben nicht erzwingen. Und ich möchte es auch nicht erzwingen, weil es auch sowieso nichts bringt. In diesem Sinne, das war also mein sehr, sehr oft wiederholter, ja, wenn man so möchte, Talk über das, wie wird denn jetzt die nächste Zeit eigentlich? Und das, was man sagen kann, ist und bleibt, keiner kennt die Zukunft. Und weil eben keiner die Zukunft kennt, werden wir eben einfach sehen, wie es eben ergibt. Und ich glaube trotzdem, ich habe es einfach im Gefühl, dass es eine gute Zeit wird. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es eine gute Zeit wird. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass ich gerade sterbe. Ja, das Gear ist vielleicht dann doch nicht so gut, dass man hier den Elite allein machen kann. Aber gut, von daher, ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, wenn euch das Ganze gefällt, dann kommt einfach vorbei. Kommt vor allem auf den Discord-Server. Und spielt einfach mit. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist alles, was ich diesbezüglich sagen kann. Macht einfach mit. Denkt nicht darüber nach. Nach dem Motto, ja, aber Tobi, du hast doch gesagt, wir spielen Classic und jetzt bist du im Retail. Ich habe nicht gesagt, dass ich komplett Retail spiele. Ich habe nicht gesagt, dass ich aber gar nicht Retail spiele. Sondern ich spiele das, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, wenn das jeder so macht und wenn wir trotzdem das Classic-Ding so beibehalten, dann sind wir auf einem guten Weg. Weil dann haben wir einfach diese Abwechslung. Ohne dass wir overpacen und können uns trotzdem an dem erfreuen, mindestens einmal die Woche der Raid, der eben dann stattfindet. Und gerade wenn halt 25er startet, gerade dann, wenn Ulduar kommt, dann wird das halt alles viel cooler. Und bevor ich jetzt aber ende, wird ja bestimmt nochmal die Frage aufkommen. Ich sehe es förmlich schon bei einigen Leuten im Kopf ihnen gerade aufkommen, so, Tobi, heißt das denn, dass du im Retail auch raiden wirst? Wird es sowas wie eine Community-Raid wieder geben? Und die Antwort ist einfach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt, dass wir im Moment einmal die Woche in Classic raiden.
Und theoretisch könnte es möglich sein, dass man samstags raidet. Ja. Aber ob es so kommt, ob es mir Spaß macht, ob ich das Ganze möchte, ob es andere mögen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Im Moment ist es so, dass einmal die Woche Raid ist mehr als ausreichend. Manchmal wünschte ich, wir hätten 2 Tage die Woche Raid. Aber wie gesagt, das wird man halt einfach sehen. Ich bin super gespannt. Mein Hauptfokus wird definitiv M+ sein. Das ist das, was mir halt in letzten Addons immer am meisten Spaß gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Klar hat Raiden Spaß gemacht und so, aber vor allem hat mir halt M+ Spaß gemacht. Und einer der Gründe, warum ich halt so zurückhaltend war, was Retail anbelangt, ist halt einfach M+. Weil ich habe es halt nur mal mit meiner Freundin gespielt und es war halt einfach eine überragend geile Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, irgendwie, ich will jetzt halt kein DD spielen, sondern eben Highlight spielen, dass ich halt diesbezüglich eben nicht ja, Gefahr laufe, sondern immer auf Randoms angewiesen zu sein. Aber noch einmal, ich werde dieses Retail auch nicht alleine spielen. Ich habe mindestens die Leute aus Classic, die es teilweise spielen wollen. Ich habe Leute, die dazukommen werden. Und ich habe halt Leute, die ich schon kenne. Und von daher, das Ganze läuft einfach weiter, genau wie in Classic. Und wir werden mal sehen, wie es so, sag ich mal, in den nächsten Tagen, Wochen halt aussieht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt alles, ist alles anders wie gedacht. Vielleicht ist Dragonflight dann doch nicht so geil, wie alle denken. Ich persönlich habe ein gutes Gefühl, aber das hatte ich halt auch mit Shadowlands, wo viele meinten, ja, Shadowlands wird kein gutes Addon. Ich habe gesagt, es wird ein gutes Addon. Am Ende muss es jeder für sich wissen. Story-wise fand ich es zu Beginn super. Am Ende fand ich es komplett crap. Dragonflight, glaube ich, könnte story-wise besser werden. Aber ob mir die Klasse halt Spaß macht, also das macht mir gerade schon Spaß hier, das Leveln. Aber ob mir als M+ als Holy Paladin Spaß macht, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch einiges vorbereiten muss. Und ich habe heute meinen Mage auf Max Level gebracht in Classic. Aber ich habe gesehen, oh verdammt, ist ja jetzt nicht mehr so lange bis Dragonflight und ich will halt noch meinen UI fertig haben und will eigentlich halt noch diesen Pre-Patch-Content da spielen, dass ich das auf YouTube und so stellen kann. Und von daher, ja, habe ich jetzt doch angefangen, ein bisschen Retail jetzt zu spielen. Mindestens den Char jetzt hier auf Max-Level zu leveln und man sieht ja, das geht ja so schnell irgendwie. Also keine Ahnung, ich spiele, ich glaube, ich muss mir erst eine Stunde und ich glaube, ich habe da irgendwie jetzt über 2 Stufen irgendwie in der Stunde gemacht. Also es ist schon echt insane, um ehrlich, wie schnell es geht. Gut, mehr habe ich nicht. Das war Quatschfabrik 19, das heißt, die nächste Ausgabe ist eine Jubiläumsausgabe. Noch einmal als Hinweis, die 25. Ausgabe wird die erste Live-Version sein. Das heißt, da wird das erste Mal, gut, jetzt ist Louis gerade nicht dabei, ist halt schade, aber das wird die erste Ausgabe sein, da mit Kamera und so. Und ja, das dauert halt noch ein bisschen. Mal gucken, ob man das mit irgendwas Coolem irgendwie verbinden kann. Und da ich gerade hier von irgendwie so Event und so spreche, es ist immer noch mein Ziel dieses Jahr, ich sage es schon die ganze Zeit, ich habe den Halloween-Stream nicht gemacht, weil das war wirklich ein Tag oder das waren Tage, da war es definitiv nicht möglich, auch vom Gefühl her. Aber mein Ziel ist, dass es dieses Jahr noch einen Weihnachtsstream geben wird. Ich will das unbedingt machen und ich werde mich auch dann wieder verkleiden, ist mir scheißegal. Egal wie cringe das auch ist und so, aber ich habe das definitiv noch vor. Und das andere Ding, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ich vielleicht versuche, den Release von Dragonflight zu streamen. Das heißt, wieder dieser Nachtstream, das ist ja dann nächste Woche Montag auf Dienstag. Vielleicht geht es halt. Das heißt, ich würde so machen wie in Classic, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, so bis 3 oder so streamen würde und dann um 6 Uhr wieder aufstehen. Aber ich meine, sowas machst du halt alle paar Monate mal. Von daher, das kann man mal machen, das passt an sich. Aber das wird man sehen, ob es funktioniert. Aber es wäre halt schon schön, einfach diese Nacht wieder zu erleben und einfach vielleicht auch diesen Hype einfach mitzunehmen. Und vor allem darf man nicht vergessen, für die Leute, die mit Twitch gar nichts zu tun haben, es gibt diese Twitch-Drops gerade. Und jeder Streamer ist aktuell in der Lage, diese Twitch-Drops zu aktivieren. Die ersten Twitch-Drops sind auch schon durch. Da hat man so ein Pad bekommen, was ich persönlich ultra hässlich finde. Okay, da musste man halt 4 Stunden einfach irgendeinem Streamer zuschauen. Das kann ich sein, das kann aber auch Becky sein, das kann irgendein anderer Streamer sein oder eben Streamerin. Und das Ganze geht eben zum Dragonflight Release weiter und dann kommt Ace, das macht das Allercoolste.
Es gibt nämlich einen Feldrake, das ist ein wirklich schönes Mount, wie ich finde. Ich weiß nicht, kann man es hier schon einblenden? Ich habe keine Ahnung. Wo sind hier Pets? Bin komplett überfordert hier. Mounts, da. Kann man das irgendwie sehen, Feldrake? Nee, kann man glaube ich nicht. Auf jeden Fall, das sieht richtig geil aus, das Mount. Das heißt, das solltet ihr definitiv irgendwie im Auge behalten. Und allein schon wegen den Drops habe ich jetzt auch die letzte Zeit so gut wie möglich gestreamt, so gut es mir eben auch zeitlich möglich erschien, weil ich der Meinung bin, dass das halt wirklich etwas Schönes ist. Weil die Leute, die dann zugucken, auch irgendwie noch ein bisschen was davon haben. Klar, soll nicht das Haupt, sein, warum ich streame, aber wäre natürlich schon schön, wenn, Leute da ich einfach eine noch bessere Zeit irgendwie haben. Und dann in diesem Sinne, macht es gut. Das war Quatscherik 19. Und wir hören uns in der 20. Ausgabe. Ja, keine Ahnung, was das für eine sein wird. Ich weiß noch nicht, welches Thema es sein wird. Vielleicht halt kurz zum Dragonflight Release. Keine Ahnung, ob das nächste Woche Sonntag ist, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Vielleicht nächste Woche Montag. Ich muss gucken. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kowski. Achso, ich muss mich jetzt hier. Wie war mein Slogan wieder? Ich weiß mein eigenes Slogan ja nicht. Das war's auch schon wieder in der Quatschbreak für diese Woche. Irgendwie ging der weiter. Ich habe vergessen. In diesem Sinne, macht es gut und ciao.